Name ist David Schwerster, ich bin 25, ich arbeite hier als Entwickler bei Atenio seit 1,5 Jahren. Meine Hauptaufgaben sind die Entwicklung neuer Features und seit kurzem auch die Betreuung und Implementation von 2 Kundenprojekten. Ursprünglich komme ich aus Ulm im Schwabenländle. Ich bin hier eigentlich nach Hamburg gezogen, um meinen Master in Informatik anzufangen. Habe dann hier bei Atenio als Werkstudent angefangen und dann auch zugunsten von Atenio entschieden, meinen Master um 1 Jahr zu vertagen. Und arbeite seitdem hier als Vollzeitkraft. Bei uns bei Atenio haben wir eine sehr flache Hierarchie. Heißt, wenn wir Probleme haben oder Anliegen, sind die Wege zu unserer Geschäftsführung wirklich kurz und es wird auch eigentlich immer auf unsere Probleme gehört. Gerade auch, weil wir relativ wenig Entwickler haben, ist man bei Entwicklung neuer Features von der Konzeptplanung bis später zur Implementation auch überall dabei. Es ist nicht so, dass wir ein Wasserfallmodell haben, wo man vor Aufgaben gestellt wird, die zu lösen sind, sondern man gestaltet wirklich seinen Arbeitsplan und seine Aufgaben selber mit und auch die Lösung davon. Da ist man einem relativ viel Freiraum gelassen. Und wenn man eigene Meinungen hat zu Themen oder auch zu Lösungen, die im Raum stehen, wird eigentlich immer darauf geachtet. Generell, wir sind in letzter Zeit umgezogen. Wir haben jetzt ein richtig schickes neues Büro, mit dem man auch genug Platz ist für alle und man hat hier eigentlich alles, was man braucht, zum ordentlich arbeiten. Und durch die momentane Corona-Situation sind wir halt viel im Homeoffice. Und da ist aber auch so, da wird einem von Atenio eigentlich alles gestellt, was man braucht. Regelmäßig haben wir Kommunikationsrunden und da wird auch gefragt, so braucht man neue Sachen. Wenn man jetzt ein zweites Headset zu Hause will, ist es kein Problem, es wird bestellt und einen zweiten Monitor. Da wird man eigentlich perfekt ausgestattet, was das Homeoffice momentan angeht.